Willkommen zu einer weiteren Folge Fußballmanager 19 mit der Karriere beim 1. FC Magdeburg. Ja, wir haben 4:2 zu Hause gegen Union Berlin gewonnen. Erstes Spiel, erster Sieg, Auftaktsieg, das ist schon mal sehr viel wert. Jetzt werden wir erstmal unsere Rotation 2 einsetzen. Nein, stimmt gar nicht, die 1. So. Genau, mir wurde der Vorschlag unterbreitet, mal in den Top-Mannschaften, in den Top-Ligen, in deren zweiten Mannschaften zu gucken, ob ich da irgendwas finde. Ist eigentlich an sich keine schlechte Idee, habe ich auch schon dran gedacht, aber erstens sehe ich die Talentsterne von denen nicht. Wir gucken mal gerade im Blickfeld, ob der von Nizza zu uns will. Nein, will er nicht, okay. Weil ich bin mir nicht sicher, ob der hier kommt. Ne? Wenn ich mir da nicht sicher bin, dann suche ich lieber eine Alternative. So, genau. Erstens sehe ich die Talentsterne von denen dann nicht und wie stark die wirklich sind. Das heißt ja nicht, wenn da Spielstärke 70 steht, dass sie auch 70 haben. Die können zwischen 60 und 70 dann alles haben. Hat man Glück, haben die so zwischen 68 bis 70. Wenn man Pech hat, haben die zwischen 60 und 62. Ne? So, jetzt suchen wir uns erstmal einen neuen Linksverteidiger oder relativ eine Alternative. Nur realistische. Ja, und deswegen warte ich damit bis zur Winterpause eventuell. In der Winterpause können wir uns ausgiebig ausgucken, was in den Top-Ligen, in Top-Mannschaften. Nehmen wir doch den Lykygiannis, das ist der Grieche. Wir wollen 725.000 haben. Ja, nehmen wir mal an. So. So, und So, Angebot ist angenommen. Genau, dann kommt jetzt die. Genau, so. Und dann können wir uns in der Winterpause da genau umgucken, weil jetzt am Anfang der Saison sind alle noch, sage ich mal, auf derselben Stufe in der Testphase. Und in der Winterpause haben die dann ihre. Naja, Sorgenkinder, sage ich mal, in die zweite Mannschaft verbannt. Und da können wir dann suchen und fündig werden. Da kann man vom Gehalt her auf jeden Fall Schnäppchen machen. Von Preis her meistens nicht. Gut. So viel dazu. So, jetzt gehen wir weiter. Wir spielen jetzt gegen Duisburg auswärts im Textmodus. Aber erstmal machen wir dem Vertragsangebot. Mein übliches 8 Jahre Vertragspaket. Warum 8 Jahre? Das ist ganz einfach. Ich brauche mich da nicht um Vertragsverlängerungen zu kümmern und wenn er verkaufen kriegt, gibt er noch ein paar Euros mehr. Bei Abstieg machen wir dann 100%, aber wir werden nicht absteigen. Kann er meinetwegen auch ablösefrei. Das bringt hier alles Punkte. Ne? Ich mache einen 5-Jahres-Vertrag plus 2 Jahre Option für mich. Die Option ziehe ich sofort, wenn er verpflichtet wird. Dann ist er erstmal 7 Jahre gebunden und wenn er 10 Spiele gemacht hat, dann kriegt er nochmal eine automatische Vertragsverlängerung um ein Jahr. Und er selber hat nochmal die Option, um ein Jahr zu verlängern. Er kann auch 2 Jahre haben, meinetwegen. So. Das heißt, wir werden jetzt erstmal ein bisschen an Gehalt drauflegen. Na, 600.000. Ey, Wahnsinn. Ich kann 600.000. Ja, weil ich den Gehaltsdurchschnitt ja jetzt angehoben habe, weil ich die anderen ja verpflichtet habe. Naja, mal gucken. So, hier haben wir einige interessante Spieler. Linksverteidiger, Rechtsverteidiger von Bayern. Ins Blickfeld nehmen. Wir gucken mal bei Bayern in der A-Jugend, was es da noch so gibt. Machen wir jetzt mal. Sind sie denn die Bazis? Achso, FC Bayern, da muss ich gucken. So. Team A-Jugend. Was haben wir da? Ich biete einfach mal den an. Nur mal prophylaktisch wäre dann für die zweite Mannschaft eher. Aber ich spreche dir den für die erste Mannschaft einen Vertrag an. Dann geht er nämlich direkt von Bayerns A-Jugend in die zweite Liga sozusagen. Und allein schon bei dem Gehalt sehe ich schon, dass er mindestens Spielstärke 55 bis 60 hat. Und da wir einen haben,
der nur 55 ist, nämlich den Kameraden Niemeyer. Könnte ich den Niemeyer verkaufen bzw. in die zweite Mannschaft packen und den A-Jugendlichen von Bayern München hier als Stammspieler gleich integrieren. Gucken wir mal. Das war jetzt aber auch nur ein Schuss im Ofen, ne? Das war jetzt Bauchgefühl. Okay. Filippini kommt schon mal nicht. Der geht nach Cordoba. Das heißt, gut, dass wir da den anderen als Alternativen angenommen haben, sozusagen. Gut. Wir spielen ja gegen Duisburg. Da muss ich mir was einfallen lassen im Textmodus. Duisburg im Textmodus. Ene mene mu, was machen wir nun? Wir gucken mal. Vielleicht kriegen wir auch noch unseren Linksverteidiger. So, jetzt gibt es erstmal die. Sind die überaltert? Nein. Sind die zu unerfahren? Ja. Naja, plus minus null aus der Nacht rausgegangen, sage ich mal, am Fanvertrauen. Naja, shit happens. So. Jo, die Fitness, die Frische. Ah ja. Fitnessparcours ist fertig. Gut, jetzt machen wir Wellnessbereich. Wie gesagt, wir haben jetzt den Kredit genommen und kaufen jetzt nicht die übermäßigen Spielern, sondern packen das alles in die Infrastruktur rein. Ist nämlich auch wichtig. 9000 Dauerkarten verkauft, das ist in Ordnung. Fanartikel zur Markteinführung. Hanna ist wieder relativ fit. Den wollen wir ja zum Linksverteidiger ummodeln. Das funktioniert aber auch nur dann, wenn er spielt. Vielleicht kriegen wir jetzt noch unseren Linksverteidiger vor dem Spiel, aber ich glaube es eher nicht. Renato Sanchez ist gewechselt, das ist alles egal. Und tschüss. So, Magdeburg in Duisburg. Der erste gegen den 12. Hat aber nichts zu sagen, ist erst der erste Spieltag gewesen. So, unser Linksverteidiger ist noch nicht, ja, ist noch nicht da. Müssen wir halt mit leben, nicht? So, gucken wir mal. So, Duisburg. Was spielt Duisburg für eine Taktik? Die Taktik von Duisburg interessiert mich jetzt. 4-3-3. Was setze ich dagegen? 4-5-4-4-1-4-1? Oder 4-2-3-1 verschoben? Oder doch ein 4-3-3 mit zwei zentralen Mittelfeldspielern. Ich nehme das 4-3-3 mit zwei zentralen Mittelfeldspielern. Das Ganze sieht dann so aus. So. Na komm. So sieht das 4-3-3 aus, was ich spielen lassen möchte jetzt. Müssen wir so ein bisschen was umändern. Kovac, der kommt ins offensive Mittelfeld und dann sieht die ganze Sache so aus. Roter, naja, 53 ist nicht so prickelnd. Ziehe ich den ein bisschen zurück. Da kann ich auch 4-3-3 verschoben spielen, oder? Dann spiele ich 4-2-3-1 verschoben. So. Aber auf 44% das. Und 70% so. Pressing auf 65. Das passt. Gut, so werde ich dann spielen. Und dann habe ich mich auch meine Spielstärken optimal verteilt. So, das wird sich dann im Laufe der Saison ändern. Moment, müssen wir mal hier. So. Ja, Chad ist kein rechter Mittel. Also irgendwie ist immer so ein kleiner. Naja. Ich könnte den jetzt natürlich noch hier hochziehen, aber dann fehlt mir die ganzen Laufwege und das alles wieder. Wir lassen das so. Spielen wir im Textmodus. So, Textmodus ist schon. Ja, wir sagen hinten dicht erstmal.
weil wir Duisburg nicht einschätzen können. Da war auch schon die erste Chance für Duisburg und die zweite drüber. Gut, dann wollen wir hier mal voll drauf gehen. Jetzt kommen wir mal. 1:0? Nee, waren doch nicht. Schade. Im Abseits. Fehlentscheidung des Schiedsrichters, die den Magdeburg hier regulär ist 1:0. Scheiß Schiri. Geht gar nicht. Na gut. Jury! Einmal einlullen, bitte. So, Ecke. Allerdings auf Kosten einer weiteren Ecke. Messe verletzt Johanna raus. Na toll. Muskelfaserriss. Na toll. Und ich habe keinen rechten Verteidiger, linken Verteidiger mehr. Gucken wir mal. Dann legen wir den rein. War vielleicht doch keine gute Idee, den angeschlagenen Hanna spielen zu lassen. Na, egal. Jetzt kann er sich das mal auskurieren. So. Nachspielzeit. Das scheint zu viel. Ja. Jetzt machen die. Pass auf. Jetzt machen die das 1:0. Ah, gut. Hat er gut gehalten. Superkeeper. Aber die Taktik gefällt mir nicht. Jetzt spielen wir 4-5-1 offensiv. So, zack. Wir gehen mal auf 100% Einsatz. So, dann Niemeyer da rein. Und so. Da sage ich den Assistenz-Co-Trainer, der soll was sagen. Alle Spieler sollen sich aufwärmen und schon hat Duisburg wieder eine Chance. Aber abgefangen, gut. Jetzt sage ich, geht voll drauf. Flachschuss geht nur neben den linken Pfosten. Brejerie hat sich verletzt. Achillessehnenriss, ja, schön. Ah, da geht ja gleich los. Geht ja gleich los, ey. Oh Mann. Jetzt geht's hier gleich los. Direkt zwei Tote wieder. Naja, müssen wir mitleben, ne? Geht voll drauf. Spielerwechsel für Hook, für Tashi. Jetzt wechselt Duisburg halt durch, wir wechseln durch. Klares Handspiel von Björn Rother in einem Zweifel. Es gibt Elfmeter, war so klar, ne? Das war so klar. Okay, jetzt reicht's, jetzt Schnauze voll. Aufstellung, jetzt wird volle Pulle offensiv gespielt. 4-4-3, offensiv 2, zack. Dann wirst du hier benachteiligt vom Schiri und dann gibt es auch noch einen Elfmeter, ey. Die Lacker. Unglaublich. Können wir wieder mal nur mit dem Kopf schütteln. Nicht mehr und nicht weniger. So. Und weiter geht's. Und jetzt wird volle Attacke gefahren. Ja, klar wird die rauer. Ja, toll. Ja, Schiri halt, ne? Schiri, ja, komm, wegen groben Foulspiels, ist klar. Scheiß Schiri. Na,
Machen wir volle Pulle. Spieler des MSV Duisburg wirken müde. Ja, jetzt fangen sie an, Zeitspiel zu schinden, Pillemänner. Ja, 1-0 verloren, naja. War ein Auswärtsspiel, war der Gegner stärker. Wir waren benachteiligt vom Schiedsrichter mal wieder, sonst hätte es, ja, der Elfmeter hätte nicht sein müssen, klar, aber man ärgert sich. Man ärgert sich, man ärgert sich. Zumal hier ein Punkt drin gewesen wäre, ne? Naja, gucken wir mal. Gut. Ja, ist klar, da geht's wieder runter. Achillessehnenriss, Muskelfaserriss. Ja, man hat ja sein Päckchen zu tragen, ne? Gut, ich wünsche euch ein angenehmes Wochenende, angenehmen Tag, so rum. Und wir sehen uns beim nächsten Mal im DFB-Pokalspiel gegen Werder Bremen, das natürlich im 3D-Modus stattfindet. Ich bin bedient für heute. Verloren, durch den Schiedsrichter benachteiligt, 2 Verletzte. Die Saison fängt gut an. Ich wünsche euch was. Bis dann, ciao, ciao.